Es war schon eine klasse und hochwertige Veranstaltung, das Hallenturnier des BFC Dynamo. In der Gruppe A musste Micha gegen Spandau, BFC Dynamo und Union Frankfurt ran. Während die zweite Köpenicker-Mannschaft SV Bauunion sich gegen FC Nordost, Bad Freienwalde und ebenfalls BFC Dynamo durchsetzen wollte. Und wir steigen auch gleich ins Spielgeschehen ein. Dann ist die erste Partie Schwarz-Weiß-Spandau gegen Union Frankfurt. Ja, Spielzeit. Die Partie ging 2:0 für Spandau aus. Und wir gehen gleich zum Spiel der beiden Top-Favoriten auf den Gesamtsieg, Bauunion Berlin gegen BFC Dynamo Weinrot. In den 10 Minuten Spielzeit übernahm relativ schnell der BFC das Heft des Handelns in die Hand und versuchte mit langen Bällen das Mittelfeld zu überbrücken, um so vor das gegnerische Tor zu kommen. Die Bauunion erarbeiteten sich in diesem Spiel nur selten Torchancen, ohne wirklich dabei zwingend zu wirken. Da aber auch der BFC seine Chancen nicht nutzen konnte, ging diese Partie am Ende 0:0 aus. Direkt im Anschluss durfte Micha ran, diesmal gegen den BFC Dynamo Weiß. Und wieder wirkte der BFC Dynamo leicht spielüberlegen. Aber ebenso wie der BFC Dynamo Weinrot schafften es die Dynamos nicht, den Ball ins Tor unterzubringen. Ganz anders unsere Askania-Jungs und unser Askania-Mädel. Direkt aus einem Angriff des BFC Dynamo kommt der Ball zu Christian, der ihn gekonnt annimmt, Querpass zu Philly. Philly setzt sich gekonnt durch, passt zu dem nun freistehenden Christian, der zum 1:0 vollendet. Von da an entwickelte sich eine hochspannende Partie mit sehr guten Chancen auf beiden Seiten. In der 9. Minute bekommt Philly den Ball nochmal vor die Füße, legt ihn sich wunderbar weiter, zieht ab, aber scheitert am klasse parierenden BFC-Torwart. Der BFC warf nun alles nach vorne, um mindestens noch den Ausgleich zu erreichen. Aber unsere Truppe um Emilia und Erik ließ keinen weiteren Angriff mehr zu und so endete die Partie 1:0 für Askania. Die zweite Partie unserer Askania ging unglücklich 0:1 gegen Spandau verloren und wir kommen gleich zum dritten und letzten Spiel gegen Frankfurt. Zu dem Zeitpunkt hatten neben Askania auch noch der BFC Dynamo und Schwarz-Weiß Spandau die Chance auf einen der beiden Halbfinalplätze. Und da nach dieser Partie noch Spandau gegen den BFC Dynamo direkt spielten, mussten unsere Askania mit mindestens 3:0 gewinnen, um sicher im Halbfinale zu sein. Und so spielten sie dann auch. Die erste große Chance gab es in der zweiten Minute nach einem Freistoß. Der Freistoß ging zwar noch daneben, aber der anschließende Abschlag vom Torwart wurde sofort offensiv angegangen, sodass der Ball zum Marc kommt. Der geht 2-3 Schritte mit dem Ball, fasst sich ein Herz, zieht ab und es steht 1:0. Noch 7 Minuten, noch 2 Tore. 5. Minute, Edgar öffnet die Partie rechts außen über Christian, der direkt weiter zu Philly, der allein aufs Tor, selbe Position wie Marc, Abschluss, Tor, 2:0. Nun nur noch ein Tor und wir sind sicher im Halbfinale. Aber die Zeit läuft halt langsam ab. 9. Minute, der Ball kommt zu Christian, der setzt sich gegen einen Frankfurter durch. Ähnliche Position wie Marc, wie Philly, Abschluss, Tor, 3:0, Halbfinale. Okay.
Wer hätte das gedacht, sich in so einer toll besetzten Gruppe gegen den BFC Dynamo durchzusetzen und zusammen mit Spandau weiterzukommen? Gehen wir rüber zur Gruppe B und der zweiten Köpenicker Mannschaft. Die Bauunioner hatten ihre zweite Partie gegen den FC Nordosten mit 2:0 gewonnen und mussten hiermit mindestens 3:0 gegen Freienwalde gewinnen, um Gruppenerster zu werden. Ich weiß gar nicht genau, was bei einem 2:0 passiert wäre, denn dann wären sie punkt- und torgleich mit dem BFC Dynamo Weinrot und hatten diese Partie mit 0:0 bestritten. Aber so weit ließ es die Truppe um Steffen gar nicht kommen. Ehe sich die Bad Freienwalder versahen, lagen sie mit 3:0 hinten. Fackeln im Sturm. Der Norden gegen den Süden. Und um ganz sicher zu gehen, schossen die Bauunioner noch das 4:0 und auch das 5:0, was nicht in den Statistiken auftaucht. Und so kam es dann, wie es kommen musste, und beide Köpenicker Mannschaften, Bauunion und Askania Köpenick, trafen im Halbfinale aufeinander. Also Halbfinale. Die erste Halbfinalpartie ging hochdramatisch an den BFC Dynamo Weinrot, der sich erst im 9-Meter-Schießen gegen die Jungs von Schwarz-Weiß Spandau mit 2:1 durchsetzte. Damit stand der erste Finalist fest und mit BFC Dynamo Weinrot leistungsgerecht auch einer der ersten Favoriten. Es war von Anfang an klar, dass für unsere F3-Truppe um Michael es schwer werden würde gegen die hochmotivierten Bauunioner. Dennoch wehrten wir uns tapfer, kamen auch zu ein, zwei guten Chancen, aber am Ende hieß es dann doch 3:0 für Bauunion. Das Finale hieß also BFC Dynamo Weinrot gegen Bauunion, wie bereits das erste Spiel. Und unsere Askania-Mannschaft musste auch, wie im ersten Spiel, gegen Schwarz-Weiß Spandau beim Spiel um Platz 3 ran. Und gegen Schwarz-Weiß Spandau hatten wir noch eine Rechnung offen. Schließlich hatten wir das erste Spiel knapp mit 0:1 verloren. Hoppla, Hand nehmen außerhalb des 6-Meter-Raums, das bedeutet indirekter Freistoß. Philly tritt an, zieht ab, aber der Ball bleibt in der Mauer hängen. Die Partie war hochdramatisch. Beide Mannschaften wollten nichts anbrennen lassen, stellten sich auf eine harte Verteidigung ein. Und so kam es nur selten zu Torabschlüssen. Boah, Glück für unsere Astania-Truppe, dass der Ball nur gegen den Pfosten ging. Am Ende hieß es 0:0 und es musste wieder im 9-Meter-Schießen entschieden werden. Unser Torwart Edgar macht sich auf den Weg zur Seitenwahl und hat diese auch erstmal gleich gewonnen. Das 9-Meter-Schießen läuft ähnlich ab wie bei den Großen, nur dass es hier halt 2 Meter weniger sind und es sind auch nicht 5 Schützen, sondern 3.
Also, auf geht's. Askania darf anfangen. Der erste Schütze ist Philly. Auf Philly ist eigentlich immer Verlass. Er hat bisher alle seine 9 Meter verwandelt. Der erste Schütze von Schwarz-Weiß-Spandau geht an den Punkt. Da die Torwarte in der F-Jugend noch relativ klein sind, macht es Sinn, den Versuch zu unternehmen, den Ball direkt unter die Latte zu versenken. Und das versucht der Spandauer auch. Aber er trifft nur die Latte. Es bleibt beim 1:0 für Askania. Der nächste Askania-Schütze als auch der nächste Spandauer-Schütze trafen ihre beiden 9 Meter nicht, sodass Emilia mit ihrem Schuss schon alles klar machen konnte. Trifft sie, ist Askania Dritter. Sie läuft an, schießt scharf und platziert, aber mit einer herrlichen Parade fischt der Spandauer-Keeper den Ball aus der Ecke. Nun also der letzte Spandauer-Schütze. Trifft er, geht es weiter, wieder mit jeweils 3 Schützen. Trifft er nicht, ist Askania der Sieger. Und auch er schießt drüber. Jawohl, Askania ist Dritter bei einem sehr gut besetzten Turnier. Glückwunsch, Micha. Den dritten Platz hast du dir redlich verdient. Mit einer super Truppe hast du sie von Spiel zu Spiel geführt und immer wieder hoch motiviert. Dritter Platz! Nun also das Finale. BFC Dynamo Weinrot gegen Bauunion Berlin. Während auf dem Platz eine hochspannende Partie ablief, belohnten sich unsere Jungs mit dem dritten Platz und, naja, ihr seht's ja. Und während unsere Jungs Pokémon spielten, hätten sie fast den herrlichen 1:0-Treffer der Bauunioner verpasst. Von da an warf der BFC alles nach vorne, um zum Ausgleich zu kommen. Wodurch sich wiederum herrliche Konterchancen für die Bauunioner ergaben. Herrlich freigespielt, Schuss aufs Tor, oh, ganz knapp vorbei. Kurz vor Spielende nochmal Ecke für den BFC. Und der Ball geht an den Pfosten und Johann hält ihn fest. Oh, es ist zum Verrücktwerden. Die letzten Sekunden der Partie laufen und wir richten unseren Blick schon mal auf Steffen, dem Trainer von Bauunion. Abpfiff. 1:0 gewonnen, Bauunion ist Sieger. In einem wirklich hochkarätig und klasse organisierten Turnier des BFC Dynamo. Hier mal ein riesen Dankeschön an die unterlegene Mannschaft, die gleichzeitig Ausrichter war. Es war ein wirklich tolles Turnier mit super Mannschaften und zu jeder Zeit fair geführt. Kommen wir zur Siegerehrung, die eigentlich keiner weiteren Worte bedarf. Platz 3, Askania Köpenick. Ein Gewinner hier beim Turnier und das ist der SV Bauunion. Mit diesem Spruch ging ein wirklich geiles Turnier zu Ende mit unserer Askania auf Platz 3. Dankeschön, Micha. Zum Schluss noch das Tor des Tages. Wie dieser Ball reingehen konnte, bleibt mir echt ein Rätsel. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.